So, und damit hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge von Forza Horizon. Und heute mit einem Auto, das ja seit mehreren Forza-Teilen nicht mehr hier war, nämlich der 2000, ich glaube 11er oder 12er, ich glaube 2012er Lamborghini Sesto Elemento. Ein, wie man sieht, sehr, sehr außergewöhnliches Auto, von dem es auch nur 20 Stück weltweit gibt. Man kann es auch schon so ein bisschen erkennen, dieser Wagen. Ja, dort sieht man ein wenig so Kohlefaser, so ein ganz kleines bisschen. Denn der basiert nämlich auf dem Lamborghini Gallardo, auch ein sehr, sehr schnelles Auto von Lamborghini. Hat den Motor übernommen, also wieder mal ein V10-Saugmotor mit 570 PS, aber der Wagen hat ziemlich viel abgespeckt. Denn durch halt Maßnahmen jetzt durch die Karosserie, die halt mega leicht ist, und auch das Motorcock, auch alles Carbon, Kohlefaser, sehr, sehr leicht. Und Sesto Elemento auch deswegen, weil Sesto Elemento heißt das sechste Element. Und das sechste Element im Prion-System der Elemente ist Kohlenstoff. Das ist einer der Bestandteile, aus dem auch die Außenhaut des Wagens besteht. Weil man sieht ja nicht nur überall Kohlefaser oder Carbon, da sieht man auch die Felgen, das alles einfach daraus. Auch der Innenraum, quasi auch keine wirkliche Ausstattung, ist alles nur auf Leichtbau getrimmt. Und durch diese und andere Maßnahmen wiegt der Wagen nur sage und schreibe 999 Kilo, weniger als eine Tonne. Mit einem 5,2 Liter V10 hinten drin und Allradantrieb. Das ist ja mal ziemlich, ziemlich nice. Und das ist ziemlich wenig. Und den Wagen gab es zuletzt in Forza Horizon 1. Und seitdem war er nicht mal in Forza dann drin. Aber jetzt hat er durch den Forza-Ton, genau wie der Ferrari 599XX, wieder sein Comeback gefeiert. Und Alter, ne? Ich geh mal kurz hier in Forza Vista. Oh, der sieht böse aus, ne? Also hier überall alles nur auf Leichtbau. So. Stimmt auch immer auf. Innenraum, ja. Hier im Rot gehalten, ausstattungstechnisch, ja. Ich würde mal sagen, eigentlich keine vorhanden, weil man sieht ja eigentlich nichts. Okay, zwei Sitze gibt es hier. Dass man, ich sehe auch keine großartigen Verkleidungen, alles hier nur so, wie es sein muss. Unser sehr komisch förmiges Lenkrad, also nicht gerade rund, auch der Schaltwippen, Sechsgang, sequenzielle Schaltung, hinten noch eine Theke, was man auch hinten so sehen kann. Ich zeige hier die Auspuffrohre. Die sind hier tatsächlich an der Befestigung für den Spoiler. Die sind so weit oben. Oh, ich kann das sogar hoch machen. Alter, da geht aber viel ab. Ja. Man sieht ja schön den V10 da von Lamborghini, der auch ordentlich Dampf macht. Und man kann ja nicht so gut vom Motor quasi alles sehen, auch Getriebe kann man auch gut sehen hier hinten. Also, das ist schon. Das ist mal wirklich aufs Nötigste reduziert. Weil ein Wagen ist eigentlich nichts, was er nicht braucht. Oder nichts, was ihn langsamer machen würde. Und das ist auch schon serienmäßig hier S2 959. Alter. Das ist schon mega viel. So, tiefer geht der Wagen per se erstmal nicht. So, Gewichtsreduktion gibt es auch nicht. Aber gut, wer hätte das erwartet? Bei seinem Wagen. Aber es gibt auch nur noch eine Serienkupplung. Also, an dem Wagen, da geht eigentlich gar nicht mehr so viel. Am Motor vielleicht noch, aber wir gucken mal weiter. Reifentechnisch, es gehen Offroad-Reifen. Brauchen wir nicht. Also, Rennreifen gehen auch nicht mehr. Die Reifen gehen breiter, das machen wir sehr gerne auf 2,85er vorne. Und hinten haben wir in der Serie 2,95er. Und können die ein wenig breiter machen auf 3,45er. Alter, das ist breit. Felgen gehen nicht größer, andere Felgen machen wir auch nicht, weil die sind erstens, denke ich mal, alle schwerer und auch wahrscheinlich hässlicher. Oh. Ja. So viel dazu, die sind schwerer, 11 Kilo leichter. Alter, das ist schon eine Menge, ne? 15 Kilo leichter. Wir lassen die Felgen trotzdem mal Serie. Und die sehen geil aus. Alter. Und die Farbe werde ich, denke ich, mal auch nicht ändern, weil. Boah, guckt euch das mal an. Das sieht doch einfach geil aus. Das war ohne Spaß. Hier, das muss, glaube ich, hier die Öffnung sein für den Tank. Zum Nachtanken. Weil das könnte aber bei dem Wagen nicht so lange dauern, dass man nachtanken muss. So, spoilertechnisch gucken wir auch mal kurz. So, der Forza-Spoiler vorne. Den kann man sogar ganz ehrlich machen. Das sieht eigentlich ganz gut aus sogar. Machen wir natürlich nicht. Und hinten die Theke, die. Nein. Einfach nur nein. Und der Wagen braucht nur von 0 auf 100, dank all diesen ganzen Maßnahmen, 2,5 Sekunden. So, wir könnten reinbauen noch den. 6,5 Liter V12 aus dem Lamborghini Aventador. Das machen wir natürlich nicht, weil dann wiegt der Wagen erstens über eine Tonne, was ich ziemlich scheiße finde. Wie der jetzt auch gerade. In den Reifen, ne? Weil die so schwer sind. Das ist natürlich nicht, ist nicht so geil, ne?
Könnten auf Heckantrieb umbauen, wird der Wagen eine Tonne leichter, nein, 100 Kilo leichter. Aber es wäre, glaube ich, ziemlich sinnlos. Und es geht noch rein ein Twin Turbo. Ach du Scheiße, das machen wir natürlich auch nicht. Der Wagen sollte so eigentlich schnell genug sein. Wir gehen jetzt immer über eine Tonne, das ist ziemlich blöd, finde ich. Blöd. Aber machen wir noch ein bisschen Leistung rein? Komm, ich glaube, ein bisschen geht noch. Vielleicht so 650 PS oder so? Ich weiß ja nicht. Alter, was der von der Beschleunigung hat, ne? Ist abnormal. Ja, so 605 oder 610 PS, 608. Das kann man schon mal machen. Mach vielleicht Ventile. Alter, 456 kW auf unter eine Tonne mit Allrad. What the fuck? Ich würde sagen, das sollte so eigentlich reichen. Der Wagen war auch in der Serie nicht gerade langsam. Das war schon ein Biest. Bin ich auch in der Fahrzeugfolge gefahren, die hieß, wie heißt denn die? Ich glaube, die hieß herumgealbert. Will ich mich jetzt nicht ganz irre. Ich bin der Wagen war ja schon kurz gefahren, aber auch nur Serie. Jetzt ist er ja ein wenig getuned. Also da noch mehr abgehen. Der Tacho, ne? Boah. Hier digitaler Tacho. Der Sound. Ich halt mal kurz mein Maul. Klingt das nicht geil oder? Nee, eher so klingt das geil oder klingt das richtig geil? Ich würde sagen, richtig geil. Alter. Das sieht böse an. Oh, shit. Cool, der abgeht. So. Was hier deiner Beschleunigungstest und der Dreiwachter da drüben. Was der da macht, der Carbonkiller, weiß ich nicht. Ah, jetzt fährt er wieder. So. Weg da, Lotus. Alter, geht er ab. Holy shit. Jetzt war schon wieder über 270. So schnell. Der Topspeed des Wagens liegt bei ungefähr 350 km/h. Wir sind auf nur 2,4 Sekunden sogar nur. Okay, geht er tiefer? Ja, ich muss es tun. Tut mir leid, aber mir muss jeder Wagen tiefer. 70% hinten, das passt eigentlich. So ein Bremsweg. 32,1 Meter aus 100 km/h oder rund 100 km/h. Das ist schon echt schnell. Ich würde aber sagen, das geht ja alles auch noch ein wenig länger. Vor allem der erste Gang. Weil der war wirklich nur zum Anfahren. Für nichts anderes. So, Top Speed, wie sieht's da aus? Ich denke mal so 360 oder. Okay, nicht 360. Doch nicht. Ah, so 348, das ist schon mal nicht schlecht. Damit kann man auf jeden Fall leben. Und 4,9 Sekunden auf 100 Meilen. Wollte ich mich eigentlich verarschen? Unter 5 Sekunden auf 160 km/h. Also deutlich schneller als Richtgeschwindigkeit auf der Autobahn. In 5 Sekunden. Aus dem Stand. Der Wagen ist einfach nur krank. Also, das kann man nicht in Worte fassen. Was dieser Wagen eigentlich so schafft. Das ist einfach nur. Es ist krank und noch ziemlich geil, wie ich finde. So. Das ist jetzt noch ein bisschen länger. So. Wir sind über 100 km/h. So. Zweiter Test. Ja. Wird doch noch ein bisschen zu lang, so der zweite und dritte. Es geht schon gut voran, ne? Also ich kann mich da auf jeden Fall nicht beschweren. So ist ja nicht. Oh, wie geil der aussieht. Richtig aggressiv. So, zack. Das ist wieder ein bisschen größer, aber der erste, der kann so bleiben. Den brauche ich auch. So ist das geil. Beim Schalten, ne? Wenn da die Flammen hinten rauskommen. Auch nur beim vom Gas gehen.
Da schon wieder. Boah. Der spuckt aber auch, ne? Sind dreckigen Endtöpfen da. Und oh, ein Tunnel. Da könnte der Bahn ja vielleicht mal durchfahren. So. Jetzt ja mal Anfang des Tunnels anhalten. Nochmal kurz ein kleiner Soundporn. Alter, ne? So, ich sag aus dem Stand einfach mal Vollgas. Scheiß drauf. Alter! Hohohoho! Das ist nicht geil. Dann würde ich sagen, gehen wir mal kurz auf die Autobahn. Das mal, wozu der Wagen so fähig ist. An Geschwindigkeit. Mit denen, wie viel KW hat der? Ich guck nochmal genau, ich hab's wieder vergessen. Oder ich hab's nicht gemerkt, so rum wohl eher. 456 KW, das sind so 615, 620 PS. Also in etwa so viel wie ein Huracan. Obwohl, sind um die 10 PS mehr. Aber vielleicht leichter als ein Huracan. Das natürlich auch. Hallo Auto. Das Prinzip, das passt so. Oh, LKW, geh mal weg da. Ich bin ein ziemlich schnelles und auch ziemlich teures Auto angelaufen. Der. Also wird auf jeden Fall im sechsstelligen Bereich sein. Also über 1 Million wird der Wagen kosten. Oder hat er gekostet. Jetzt bestimmt sogar noch mehr. Wird ja auch gar nicht mehr produziert. Aber wenn man dann haben will, muss man auf jeden Fall sehr, sehr tief in die Tasche greifen. Ja. Ja, gerade wieder nicht mehr. Ich habe leider die falsche Seite hier, um sowas zu fahren. Ja, 340. Ja, ja, ja. 350 vielleicht nicht mehr, also nicht mehr in diese Richtung. In die andere vielleicht schon. Das werden wir aber nicht machen. Ich glaube, einmal hier mit die Autobahn fahren reicht. Und ja, moin. Naja, aber trotzdem ausreichend schnell. Und noch Allrad, das hilft ja auch noch ungemein was. Und dann fahren wir ja mal ein Rundstreckenrennen. Das wollte ich auch schon letzte Folge fahren, aber ich glaube, dafür ist, glaube ich, der Lambo besser geeignet als der KTM. Wir drehen mal um. Und dürfen nochmal beschleunigen. Yes. Zwar nur für 2,3 Kilometer, aber immerhin. So. Aus dem Stand bitte. Alter. Der schiebt. Das ist doch nicht mehr normal. Lamborghini sind eh nicht mehr die normalsten Autos, aber das hier ist wirklich ein bisschen wieder Veneno oder so. Oder natürlich SV zum Beispiel, würde ich auch sagen. Doch nur extrem geil. Ich würde mal sagen, bremsen und auch. Ja. Von 300 km/h oder ein bisschen schneller, so schnell bremsen. Das ist auch was für einfach wirklich Geiles. So. Genau wie der KTM haben auch einen Extreme Track Toy. Deswegen wird da die Konkurrenz auch nicht gerade langsam sein. Ich denke mal, das Rennen hier, da werden drei Ründchen. Machen wir? Ich weiß gar nicht. Wir machen 4 Runden, aber das nächste Rennen wird dann ein Sprintrennen. Das ist, glaube ich, ein Deal. Deal oder Deal? Gut. Endlich 7 Runden, 4 reichen noch. Morgen heiter. Im Ring muss das jetzt nicht sein. Da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Jetzt könnten auch Wagen mitfahren wie ein FXXK zum Beispiel, oder? Hier oder der. Oh, Alter. Oder auch der Ferrari 599XX könnte auch mitfahren. Also. Hier ist schon ziemlich harte Konkurrenz mit bei. Deswegen müssen wir auf jeden Fall das Gaspedal schön tief durchdrücken, wenn wir können. 9,9 Beschleunigung. Für 610 PS. Oder 20. 9,9 Beschleunigung. Ist klar. Ach du Scheiße. Das wird jetzt lustig, glaube ich. Ich werde auch wahrscheinlich wieder wie mit dem KTM richtig hart verkacken. Aber auf jeden Fall besser. Ich würde sagen, Podium wenigstens.
Ich werde das bestimmt nicht beide Rennen gewinnen, das kann ich mir schon mal abschminken, aber Podium, das will ich wenigstens sehen. Und hier denke ich mal auch. Letztes Rennen, in der letzten Folge Siebter, mit der gleichen Zeit wieder Sechster, das war nicht geil. Er hat es gut. Ja, Beschleunigung auch gut. Lager auch ganz gut eigentlich. Fühlt sich an so einem GT-Wagen wie jetzt die Corvette oder wie sich Ferrari 458 GTE. Trotzdem. Dann sollte ich aber eigentlich leben können mit dem Ford wahrscheinlich. War kein Ford, aber dafür ein Ford Motor. Denn der Vehicle hat ja auch den Motor vom Ford GT quasi. In einer anderen Version. Da war der gleiche 3,5 Liter V6 Biturbo, glaube ich sogar. So, Fünfter. Na gut. Hier ist Podium, glaube ich, drin tatsächlich. Allein noch halt gerade, da hole ich eigentlich mal auch ein Stück weit was auf. Nicht gut, gar nicht gut. Noch der Vertical hier hinter mir. Ziemlich radikal ist. Also ziemlich krass und alles. Nicht das radikal im politischen Sinne. Darauf möchte ich jetzt eigentlich nicht eingehen. Ich glaube, hier unten zu nehmen war ganz gut eigentlich. Ich habe, glaube ich, noch ein bisschen aufgeholt zum Vierten. Das muss noch verbessert sein, logischerweise. Zwei Runden haben wir noch. Komm. Kleiner Lambo. Vor allem wiegt noch weniger zum GT-Auto, ne? Also serienmäßig hat mein Wagen ungefähr die gleiche Leistung, wenn nicht sogar noch ein kleines bisschen mehr als einige GT-Autos. Aber wiegt halt nochmal 200 Kilo weniger. Ein GT-Wagen, ach scheiße. Ist ja ein richtig krasser Rennwagen. Also von daher, der vierte Platz kann ich mir mal richtig hart abschminken. Das wird nichts mehr. Die da vorne fahren aber auch echt gut, ne? Gott sei Dank auch nicht verbessert, nehme ich mal an. Ne. Oder war nämlich nicht so gut. Das war Trophäus neben mir. Auch ein ziemlich geiles Ding. Der basiert auf dem Huracan. Hier auf dem Gallardo. Dann denke ich mal sehr ähnliche Motoren. Hallo. Oh, fühlt sich geil, der Wagen. Ah, ich will jetzt auch mit so einem GT-Auto keine wirklichen Schnitte. So, auch diesen Jaguar an. Die Lambo wohl überholt. Ja, überhaupt nicht. Die letzte Runde war auch wieder richtig schlecht, alle 57 Sekunden. Scheiße. Ja, vor mir auch ein BAC Mono, nicht schlecht. Ja, vor mir drei GT-Autos. Nur kein Super Trofeo, ich meine, das war zu erwarten. Der ist richtig schnell. Eine Corvette C7R und ein 458 Italia. Also GTE-Version oder GTL. Da machst du nichts. Obwohl meine Rundenzeit, die waren vielleicht zu den anderen. Die war jetzt nicht so übertrieben verkehrt. Aber Alter, Lotus 311, eine 55, 578. Holy shit. Not bad. Ah, das war gar nicht gut. Aber wenigstens kein Ferrari von den beiden, hier der 509 oder der FXXK.
Weil die hätten mich beide, glaube ich, richtig hart gefickt. Weil der Huracan, der ist richtig geil, aber das beide sind, glaube ich, das ist noch eine andere Liga. Ähnlich GT-Autos auch. Na gut. Aber machen tun wir noch ein Sprintrennen. Nur welches nehmen wir denn da? Nö, das will ich jetzt nicht nehmen. Warte mal, ich kann das mir gerade ein bisschen zu voll. Wir gucken mal so. Da haben wir einen besseren Überblick. Das hier einfach mal nehmen. Nee. Bin ich glaube schon ziemlich oft gefahren. Ich bin also jedes Rennen schon ziemlich oft gefahren, davon abgesehen. Wir nehmen mal das hier. Marunda Road Sprint. Fünfter, oh, gar nicht gut. Aller letzten Rennen, in keinem der letzten drei Rennen Erster geworden. Auch in keinem auf dem Podium. Eieieiei. Aber beim nächsten Auto sollte da deutlich mehr drin sein. Ich kann gleich mal gucken, was als nächstes sogar anstehen würde. Ich kann es ja schon mal sagen, denn während der Ladezeit. So, Extreme Track Toys. Autos ausschließen will ich jetzt eigentlich nicht. Sollen gerne alle mitfahren. So, ich gucke mal kurz, was als nächstes dran wäre. Uiuiui, da sind sehr, sehr geile Autos von Aston Martin, von Ford, von Mercedes. Richtig, richtig geile Autos. Oder von Polaris. Na, aber mehr sage ich erstmal nicht. Polaris ist eigentlich klar, was das ist, aber Rest lasst euch überraschen. Strecke, die kann ich auch ganz gut. Ja, die Kurve war in Ordnung. Ja, das lief es ganz gut. Vierter Platz. Die Strecke, da sollte ich, da ist das Podium auf jeden Fall drin. Bei den nächsten Kurven, da ist die KI meistens ziemlich langsam. Da sollte ich ganz gut überholen können. Gut, die KI war ja nicht langsam, ich kann einfach nur nicht schneller. Oder ich kann auch nicht schneller. Alter. Der macht aber ordentlich mit hier. Ja, da war ein Haus. Ey. Das war richtig scheiße. Der Losen hat hier schon wieder. Er fährt echt oft mit. Oder hier Carbon Keller oder Mace United. Die fahren alle drei ziemlich oft mit. Ich würde sogar sagen, fast in jeder Meisterschaft. Ich würde gerne weiter rechts. Ich würde gerne irgendwie rechts anfahren, Nico, so wie er. Nur da ist er halt auch schon. So. Nicht gerade gerecht, aber. Ich will auch mal gewinnen. Ja, der Sieg sollte eigentlich meiner sein. Fahrerische Leistung, nur 4. Minus. Aber trotzdem ein Sieg. So, zweiter auf zweiten der Radical, ehrlich, echt nicht gedacht. Dann hier wieder zwei Huracans, die sind echt gut. Und diesmal der Lotus 211 auch wieder ziemlich weit hinten. Die Corvette war auch weit hinten. Der Ferrari da wieder, der war wieder in Ordnung. Die PXR Club, dann ein anderer. Denn wieder drei PXA-Leute. Ja, das sind einfach gute Leute, ne? Ganz einfach. PXA-Club ist der Beste, also. Könnt ihr gerne beitreten, wenn noch ein Platz frei ist, aber ich denke mal, da ist meistens alles voll. Oder ihr geht in den zweiten PXA-Club. Also PXA 2. Da müsste eigentlich noch was frei sein.
So, 7.643 EP, naja. Immer ein Erster, ja. Über mehr soll ich mich eigentlich nicht beklagen. War wirklich ein richtig, richtig geiles Teil. Kann man auch mit ein wenig einfahren und Setup auch richtig hier was reißen. Online. Also auf S2, auf X vielleicht nicht. Okay, vielleicht mit dem Lambo-Motor. Wenn der mal auf X geht damit, ich denke mal schon. Der ist ja schon in der Serie so hoch. Der mit dem 6,5 Liter V12, da sollte doch einiges gehen. Warte mal. So, Drohnenmodus. Ach, trotzdem auch, wirklich ein geiles Teil. Forza Horizon ist ja zum Zeitpunkt, wenn die Folge rauskommt, schon lange vorbei wahrscheinlich. Vielleicht kommt die Folge überhaupt online, ich weiß gar nicht. Irgendwann später. Ich nehme sie gerade hier am 2. April auf, deswegen ist einen Monat später vielleicht, oder? Ja, irgendwie so Ende April oder Anfang Mai wird die, denke ich mal, kommen. Ja, aber trotzdem wirklich ein richtig geiles Teil. Oder holt ihr euch im Aktionshaus. Wird vielleicht nicht ganz günstig sein, aber er lohnt sich auf jeden Fall. Ist einfach nur, macht einfach nur mega viel Spaß. Naja. Warte, hier steht km/h, 100 km/h. Warte mal, aber fährt man dann in Australien nicht Meilen? Man darf ja aber bestimmt nicht 100 Meilen fahren. Das bezweifle ich mal. Wollen wir hier lang? Was hat er hier? Auch 100. Naja. Weiß ich nicht, ist mir egal. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass wir uns auch in der nächsten Folge wiedersehen. Mit einem Engländer, glaube ich. Letzten Aston Mal war es der Aston Martin. Piep. Naja, das sag ich jetzt noch nicht. Werdet ihr dann in der nächsten Folge sehen. Aber dann würde ich sagen, ich bin raus und ciao.